Hallo, liebe Deutschlernende. Ich bin zurzeit sehr, sehr motiviert und sehr inspiriert, denn ich habe jetzt eigene Hördateien, die ich mir selber gemacht habe und die ich jeden Morgen höre. Ja? Ich meine damit eigene Tracks, ja? Also Hördateien, ja? Tonaufzeichnungen, die ich höre und die ich mir selbst erstellt habe. Ich habe diese Dateien erstellt, indem ich die inspirierendsten Reden aus Filmen und anderen Quellen genommen habe und epische Musik, und diese beiden Dinge habe ich kombiniert, und ich habe auch mehrere Reden, also es ist eine ganz lange Datei, und ich möchte euch in diesem Video erklären, wie ihr dasselbe machen könnt, ja, damit ihr richtig motiviert seid. Ich würde euch gerne, richtig gerne diese Dateien geben, aber ich glaube, dass ich das nicht darf, weil ich nicht die Lizenz dazu habe. Ich habe nicht das Recht, diese Musik, weil die Musik nicht mir gehört, habe ich nicht das Recht, euch diese Musik auch zu geben zum Herunterladen. Das ist leider sehr schade, aber ich werde euch sagen, wie ihr selber solche Dateien machen könnt. Okay? Und zwar geht ihr auf YouTube und ihr sucht nach den besten Reden und inspirierendsten Reden, die ihr finden könnt. Vielleicht fallen euch auch schon ganz viele Filme ein, oder ihr kennt vielleicht schon ein paar YouTube-Videos, die euch sehr inspiriert haben. Wenn ihr eingebt in der Suche inspirierend oder motivierend, oder auch auf Englisch inspiring, motivating, dann findet ihr bestimmt ganz viele solche Videos. Und wie gesagt, vielleicht fallen euch Filme ein, wo eine sehr bewegende Szene war. Ja? Und dann schaut ihr auch nach epische Musik, ja, gebt einfach ein epische Musik, Epic Music auf YouTube, und hört euch mal so paar Reden an, hört euch mal so paar Songs an, hört euch die Lieder an und die Reden, und entscheidet, was ihr so mögt. Ja, und wenn ihr wisst, welche Lieder euch so richtig inspirieren und welche Reden euch sehr inspirieren, also ich kann zum Beispiel sehr empfehlen Arnold Schwarzenegger, die 6 Regeln des Erfolgs, The 6 Rules of Success. Das ist eine sehr, sehr tolle Regel und eine sehr Rede und sehr inspirierend. Ja, das ist total inspirierend für mich. Und schaut euch solche Videos an, und wenn ihr wisst, welche ihr am meisten mögt, dann geht auf google.com und sucht nach YouTube to MP3. Ja, also YouTube zu MP3. Ja, und mit dieser, und dann findet ihr Webseiten, womit ihr die YouTube-Videos euch als MP3-Dateien runterladen könnt. Okay? Und dann habt ihr all die Dinger als MP3-Dateien, all die Reden und all die Musik als MP3-Dateien, und dann könnt ihr sie auch schon jetzt auf eurem iPod machen und regelmäßig hören. Am besten jeden Morgen hören, damit ihr schön motiviert in den Tag startet. Und besser noch, das habe ich gemacht, ihr sucht nach einem Programm, das nennt sich Audacity. Ja? Auf Deutsch würde man sagen, also das Programm heißt Audacity, das ist das englische Wort für Kühnheit, ja, Kühnheit, ja, Audacity, also sehr viel Mut haben, Audacity, und das ist ein kostenloses Programm, das ist 100% kostenlos, das Programm, und mit Audacity könnt ihr
Das ist auch nicht so schwer zu benutzen. Also da macht ihr einfach die MP3-Dateien per Drag and Drop. Also ihr zieht die MP3-Dateien in Audacity rein und dann habt ihr diese Tracks in Audacity und dann könnt ihr ganz viel damit machen. Dann könnt ihr die Tracks nacheinander machen oder ihr könnt es so machen, dass eine Rede zusammen mit einem Lied zur selben Zeit abgespielt wird, ja, und dann könnt ihr wirklich total kreativ sein. Und der Punkt ist wirklich, euch eine Datei zu machen. Der Punkt ist, dass ihr euch eine MP3-Datei macht, die wirklich auf euch abgestimmt ist, die wirklich total passt, ja, die wirklich sehr sehr angepasst ist auf euch, sehr abgestimmt ist auf euch. Okay, damit es wirklich, weil ich hatte das Problem, ich habe mir ein paar inspirierende Videos angeschaut und manche passten nicht direkt auf mich. Also da gab es Dinge, die ich nicht mochte, ja. Und dann könnt ihr die Reden auch kürzen, ja, kürzt so, dass wirklich die Rede total komprimiert ist, dass es wirklich geballte Ladung Inspiration ist, geballte Ladung Motivation. Und so könnt ihr euch eure eigenen Motivationsdateien erstellen. Und ja, ich hoffe, das war verständlich, so dieser Prozess. Also Schritt 1, ihr findet tolle YouTube-Videos. Ja? Dann lädt ihr euch die YouTube-Videos runter. Ja? Mit YouTube to MP3, da gibt es ganz viele Webseiten, die ihr da findet. Also Reden und Songs finden, die runterladen und dann mit Audacity das so machen, dass die dass ihr die Reden komprimiert und dass ihr eine Rede gleichzeitig abspielt mit Musik. Und dann Schritt 4. Nutzt die Datei, hört sie euch jeden Morgen an und ich verspreche euch, ihr werdet sowas von motiviert sein. Ihr werdet sehr, sehr, sehr motiviert in euren Tag starten und da wünsche ich euch viel, viel Spaß mit dabei. Okay? Und ich wünsche euch viel Spaß und bis morgen. Tschüss!